Hallo? Man kann mit ihr interagieren. Ich weiß nicht, ob ich mit ihr reden kann. Wir schauen erstmal den Text. Zweifler brauchen die Wahrheit auf Papier. Was? Zweifler? Es gibt sicher Leute, die etwas erst glauben, wenn es niedergeschrieben wurde. Das heißt, wir müssen irgendwas schreiben. Aber was bedeutet das? Wer hat das geschrieben? Ich habe Papiere, ja, aber welche Wahrheit? Haben wir Papiere? Sind das Papiere? Das ist unser Rezept. Okay, egal. Wir gucken mal. Pinke Rosen. Autsch, ich habe mir in den kleinen Finger gestochen. Böse Rosen. Ein rostiges altes Fahrrad inmitten einer Insel. Ja gut, hier kommen keine neuen Texte. Was mit dem Stein? Ein großer, großer Fels. Ich lasse ihn hier liegen. Auch da kann man nichts Neues sehen. Mondlicht auf dem Wasser. Du bist so schön und ruhig. So, was mit dir? Meine Schwester versucht mich zu fangen. Aber ich bin weggerannt. Ich habe Angst. Könntest du mir helfen? Ich habe ein Monster in meinem Kopf. Können wir ihr die Rose geben? Das kann ich nicht machen. Das Messer vielleicht. Das hat nicht so gut geklappt. Aber sie hat Angst? Ich habe Angst. Könntest du mir helfen? Ich habe ein Monster in meinem Kopf. Nein, das geht auch nicht. Salz und Pfeffer. Eine Blumenvase. Ein Besen zum Wegfliegen. Leider nicht. Okay, hier kann ich nichts machen, wie ich sehe. Mr. Frosch. Hast du schon eine Lösung gefunden? Ich stecke fest. Wie, ich stecke fest? Nein, Wiedersehen. Ich stecke nicht fest. Ich steck doch nicht fest. So, ich versuche das mal jetzt hier mit. Mit der Planke. Und ich hoffe, dass es geht. Ich wüsste sonst nicht, wie ich da rüberkommen soll. Wir haben jetzt ein Stück Holz. Yes! Versuchen wir es mal mit diesem Stück Holz. Okay. Mit dem Messer vielleicht das Seil? Auch das hat geklappt. Kann ich das Seil? Okay, wir können wieder runtersteigen. Sehr gut. Wow, das war aber ein gewagter Sprung. Was hast du hier? Was zum... Okay. Der Frosch hat was auch immer da gefressen und ist daran krepiert. Ah, das hat gebrannt. Warum? Hier ist kein Feuer. Ich kann die Flasche nicht anfassen. Das brennt echt. Vielleicht ist sie verzaubert, damit niemand sie anfasst. Was soll ich jetzt machen? Ich bin so neugierig. Das hat gebrannt. Haben wir irgendwas gegen... Vielleicht die Rose? Das wird nichts. Oh, vielleicht damit? Oh, ich habe das Papier. Das ist so aufregend. Sehr gut. Was steht drin? Die wahre Seele erkennen. Okay. Die Welt versteckt die Wahrheit vor dir. Kämpf dich mit deiner Seele durch das Leben. Und du wirst den Sinn dieser Tat verstehen. Wenn du diese Essenz korrumpierst, wird deine Seele versteckt werden. Und du wirst nie das Gesicht der Wahrheit erblicken. Um eine unreine Seele zu zerstören oder die Gefangenen zu befreien, braucht man das Blut dessen, der das Ritual durchführt. Das Blut dessen? Also unser Blut? Wie soll ich denn an mein Blut kommen?
5 schwarze Kerzen haben wir, Asche, um ein Pentagramm zu formen, haben wir auch. Eine blaublühende Mondlichtrose haben wir, Salz und Pfeffer, natürlich, braucht man immer. Haar der Person, die verzaubert werden soll. Man zeichne ein Pentagramm mit der Asche innerhalb des schwarzen und weißen Rechtecks. Eine brennende Kerze steht an jeder Ecke des Pentagramms. Man fülle einen Kessel mit Wasser und füge die anderen Elemente hinzu. Aufkochen. Über die Person gießen, die man verzaubern möchte. Und folgende Worte wiederholen, während man um das Pentagramm herumgeht. Okay, das da unten. Montier Kran, Uir Megman. Okay, das werden wir später vielleicht machen. Wir gehen zurück. Hier gibt es, glaube ich, nichts mehr zu holen. Okay, wir haben jetzt... Aber was ist denn... Aber warum habe ich denn hier so ein Ding? Was soll ich tun? Das mache ich nicht. Das kann auch nichts Gutes sein. Vielleicht kann ich etwas anderes tun. Oh, das ist doch... Das ist noch mehr Magie, um das Böse zu zerstören. Ja, ich sollte wirklich lieber das machen. Aber wie komme ich an die Haare von dem Mädchen? Ich muss sie hereinlegen, aber wie? An das Haar von dem Mädchen. Mit dem... Kann ich sie erstechen? Ich habe keine Ahnung. Wir probieren es mal. Meine Schwester versucht mich zu... Okay, Moment. Besen hat auch nichts gebracht. Kann irgendwas... Streichhölzer, kann ich sie ansengen? Kann ich sie anmalen? Kann ich die Wand anmalen? Kann ich hier die Asche... Wo ist die Asche? Ah, hier ist die Asche drin, ne? Kann ich mich selber eigentlich... Nein. Na, ich brauchte ja Blut, ne? War das nicht so? Gut. Was können wir hier noch machen? Wir haben jetzt den Topf. Mr. Midnight? Diese Mädchen, sie haben mein Katerchen gestohlen. Das haben sie wohl. Soll ich das... Oh, ist das hier? Hier wird also dieses Ritual durchgeführt, verstehe. Wow, das hat ja toll geklappt. Sehr gut gemacht, Fran. Na gut, an die Arbeit. Ich werde mir mein Kartchen zurückholen. Ich hoffe, es funktioniert. Es sollte funktionieren. Sie sind böse. Ja, aber ich habe ein bisschen Angst. Sowas habe ich noch nie vorher gemacht. Aber wenn ich es nicht tue, wird Mr. Midnight niemals frei sein. Ich muss mir den Schlüssel von diesen Mädchen holen. Ja, das müssen wir wohl. Kann ich die schon einsetzen? Das kann ich. Kann ich die schon anzünden? Das kann ich. Kann ich die schon da reinschmeißen? Wiedersehen, blaue Rose. In den Topf mit dir. Salz und Pfeffer. In die magische Suppe. Kann man das auch reintun? Wohl nicht. Was war denn noch? Baking Soda wahrscheinlich. Nein, doch nicht. Was war denn noch? Salz, Pfeffer, Asche um ein Pentagramm, 5 schwarze Kerzen, ja. Das Blut dessen, der das Ritual durchführt. Kann ich jetzt meinen... Alter! Boah, das ist... Die Arme. Ach du Scheiße. Was will ich alles tun hier? Mein süßes rotes Blut. Muss da rein. Das war's mit meinem Blut. Hoffentlich schmeckt es lecker. Tralala! Oh Gott. Lass mich mal sehen. Was muss noch gemacht werden? Ein paar Zutaten fehlen noch. Achso, das Haar. Blutiges Messer. Das Haar fehlt also noch. Wir gehen mal in den Raum, wo die Mädels sind. Die müssen ja hier irgendwo chillen. Moment mal, da waren wir noch gar nicht, ne? Hier waren wir noch gar nicht. Was zum Henker?
Es geht nie ab. Brennende Kerzen. Okay. Viele winzige Gemälde und da ist eine Katze. Wenn ich groß bin, werde ich ganz viele Katzenbilder an meinen Wänden haben. Und andere Sachen auch, aber ich bin noch nicht groß. So, da ist noch eine Treppe, die uns hochführt. Was zum Henker ist hier? Du meine Güte, was für ein Gestank. Armes Mädchen. Wer könnte sowas wohl getan haben? Und wieso? Ich muss vorsichtig sein und mich um mein Kaderchen beschützen. Liegen da nicht Haare rum? Was ist das? Schallplatten. Huch, warte mal. Ist das die große Ameise aus dem Wald? Oh, mit einer Trompete. Er könnte es sein, nur etwas jünger. Chance, ich glaube, diesen Namen habe ich vorher gesehen. Hab ich? Vielleicht bringt uns das ja noch was hier. Oh, ein Plattenspieler. Ich frage mich, ob er funktioniert. Mal sehen. Oh, ja, er funktioniert. Vielleicht sollte ich leise sein. Ja, vielleicht solltest du das. Treppe, gehen wir gleich hoch. Im Regal stehen viele Bücher und andere Sachen. So viele, dass mir ganz schwindelig wird. Ich lasse sie einfach da. Eine Eule. Eulen und Katzen sind sich ein bisschen ähnlich. Ja? Beide sind neugierig. Beide töten gerne Mäuse. Stimmt. Und beide sind gute Gefährten von Hexen. Ah ja. Was ist das für eine Schreibmaschine hier? Oh, eine Schreibmaschine. Und sie funktioniert. Ich könnte wohl etwas schreiben, aber hier gibt es kein Papier. Und eine gute Autorin muss erst wissen, worüber sie schreiben will. Wir haben noch Papier. Hier. Wer ist hiermit? Das Rezept werden wir eh nicht benutzen, denke ich. Das ist ja eh Humbug. Oh. Haar von deinem Kopf. Haben wir jetzt dazu geschrieben. Was absolut gleich aussieht wie die anderen 5 Punkte. Das könnte was werden. Kann man aus dem Fenster? Wow, ich sehe nichts als Wasser. Wo ist dieser Ort? Ich hoffe, Mr. Midnight hätte eine Ahnung, wie wir hier rauskommen. Okay. Was passiert jetzt hier? Oder bin ich wieder in dem Brunnen? Hier muss ich wahrscheinlich nichts mehr tun, oder? Der Frosch ist gestorben. Es ist nicht gut, Flaschen zu essen. Nein, das ist es wohl nicht. Gehen wir doch mal hoch. Die Treppe führt zu einer Wand. Vielleicht war das die Tür, die ich gemacht habe. Und jetzt ist sie verschwunden. Ich muss einen anderen Ausweg finden. Also können wir doch nicht hoch. Was hat es hiermit auf sich? Wir gehen mal zu dem Mädel raus. Oh, ne Quatsch, hier zu denen. Fran? Hier sind die Materialien, die du brauchen wirst. Hast du das Ritual geübt? Ja, aber ich brauche noch etwas mehr Zeit. Ich kann mich nicht an alle Worte erinnern. Na, dann beeil dich mal. Lass es uns wissen, wenn du bereit bist. Warte, ich hab da ein Rezept. Psst, Mädchen. Ich glaube, du brauchst Hilfe beim Loswerden dieser Tasche. Ich kann dir helfen. Aber vielleicht brauche ich sie noch. Das wirst du nicht, vertrau mir. Wenn wir hier rauskommen wollen, muss diese Tasche verschwinden. Ich nehme sie wohl, du hast mich nicht gesehen. Bis dann. Tschüss. Was? Aber ich muss doch mit denen reden, oder nicht? Ah. Können wir denen jetzt dieses Rezept zeigen? Guck mal. Schaut, Ladies, etwas fehlt. Ich konnte euer Haar nicht in der Tasche finden. Haar, sagst du? Wir brauchen kein Haar. Das ist gewiss. Ja, hier, schau doch mal. Hier steht es im Rezept. Das stimmt.
Wie konnten wir das nur übersehen? Na gut. Und schon haben wir unsere Haare. Klasse. Das ging ja einfacher, als ich dachte. Hier, bereite dich jetzt vor. Ich lasse es euch wissen, wenn ich bereit bin. Dunkles Haar vom Kopf der Zwillinge. Ist das so gut, was wir hier vorhaben? Ich weiß ja nicht. So, was hat er mit dem Sack getan? Ich habe keine Ahnung. Wir tun das Haar rein. Und dann müsste es doch eigentlich... Jetzt die Haare. Gut. Ich sollte dem Mädchen zeigen, dass der Zaubertrank fertig ist. Ich habe den unglaublichsten Zauber... Was ist passiert? Oh, ich habe Viereck gedrückt. Ich Idiot. Ich habe Pillen genommen, während ich im Inventar war. Das war schlau. Ich wollte eigentlich untersuchen. Ja, aber das geht auch mit Viereck. Okay. Den unglaublichsten Zaubertrank der Welt hergestellt. Müssen wir den jetzt hier reinstellen? Nichts. Natürlich. Was habe ich mir dabei gedacht? Was? Was hätten wir jetzt tun sollen? Wir haben jetzt alle Zutaten. Pentagramm mit der Asche innerhalb des schwarzen, weißen Rechtecks. Eine brennende Kerze. Man füllt einen Kessel mit Wasser und füge die anderen Elemente hinzu. Aufkochen. Über die Person gießen. Über die Person gießen. Okay, dann würde ich sagen, gießen wir ein bisschen. Alles ist bereit. Gehen wir in die Küche. Gut, los geht's. Oh, die kommen auch noch mit. Und wir wundern sich überhaupt nicht über das Pentagramm gleich. Oder sehen es nicht. Bitte setzt euch und schließt eure Augen, Ladies. Oh Gott. Oh Gott, das wird übel enden, ne? Kochend heißes Wasser drüber. Und jetzt sage ich die Worte. Bonte ik erkran o ir bekma. O ibure, nam ibure. Ik bonte ir ekran. Bekma, hof me mondi me gof mia. Ibure ekitius, ernimie bomek, iburem insne. Warte mal, das ist nicht der richtige Zauberspruch. Du hast uns reingelegt. Das haben wir wohl. Na, das hat doch wunderbar geklappt. Was habt ihr denn? Was habe ich nur getan? Du meine Güte, das ist nicht richtig. Der Schlüssel. Jetzt kann ich mein geliebtes Katerchen befreien. Ich bin nervös. Ein goldener Schlüssel. Ich frage mich, ob er den Käfig öffnet. Wir hatten ja noch einen Schlüssel oben. Als Schlüsselloch. Für das... was war's nochmal? Der Spiegel. Ich würde gerne da erstmal versuchen. Bevor ich zu Katerchen gehe. Das war hier drin, ne? Ich will nur mal ausprobieren, ob das geht. Wow. Der Schlüssel war für das Schlüsselloch. Und was ist das? Ein Puzzle? Also es hätte gar nicht in den Dingens gepasst wahrscheinlich, ne? Was passiert hier? Hä? This one can't be moved. Plötzlich reden wir nur noch Englisch, oder was? This must be part of the machine. I can't move it. Sehr gut. Oh, okay, verstehe.
Das ist nicht richtig. Ist das falsche Zahnrad? Wahrscheinlich, ne? Okay, dann muss ich die anderen wohl irgendwie darunter bekommen. Kriegen wir hin. Das ist nur ein bisschen Klickerei. Das kriegen wir alles hin. Das ist schon mal das falsche Zahnrad. Das heißt, ich muss das Zahnrad... Oh, das passt hier sehr gut rein. Okay, Moment. Das passt da sehr gut rein. Das heißt... Aber die unteren sind ja auch alle gleich, ne? Dann ist egal, welches ich da reinsetze. So, das heißt, der muss schon mal dahin. Ah, die kann ich auch nicht bewegen. Ah, scheiße. Schwierig. Wir kriegen das schon hin. Wie gesagt, es ist nur Klickerei. Oh, das passt da auch nicht rein. A mechanical thing. It rotates. It may be some sort of engine. Okay, von wo kann man das denn... Oh, das Ding hier vielleicht? Kann man das auch bewegen? Okay, das ist also auch möglich. Das heißt, ich muss den auch erstmal hier runter bekommen, irgendwie. Oh Gott. Das wird ja ein großer Fun. Oh Gott, das war sehr umständlich wahrscheinlich. Egal, wir kommen so auch ans Ziel. Ich will ja nur da gucken, welches davon jetzt da reinpasst. Das passt hier auch nicht rein? What? Aber welches Zahnrad soll denn da passen, bitte? Ich gehe mal davon aus, dass ich das drehen würde, wenn es richtig wäre, oder? Am Ende muss ich irgendwie daran kommen. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5 Räder. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Das könnte passen. Das passt aber wiederum nicht. Okay, cool. Da haben wir doch das Rätsels Lösung. Das Ding bewegt das Ding. Okay, andersrum. Ich muss auf die andere Seite kommen. This one can't be moved. Ja, scheiße. Ich brauche eigentlich den hier da drüben. Scheiße. Oh, ich muss das wieder kaputt machen. Blöd. Ja gut, aber ist halt so, ich brauche die halt hier drüben. Kriegen wir alles hin. Wird alles schon seine Richtigkeit haben hier. Ja. Ja.
Umständlich. Aber ich denke, so passt es. Fuck, hier ist noch einer. Ah, den habe ich übersehen. Ich Trottel. Auch das kriegen wir hin. Wie ihr seht, scheint es ja richtig zu sein, ne? Okay. Schön, eins nach dem anderen. Den kann ich ja da hochbringen. Es geht wahrscheinlich einfacher. Ich gehe davon aus, aber... So kommen wir auch ans Ziel. Dachte ich bis gerade eben noch. Okay, Moment. Irgendeinen Denkfehler habe ich gerade. Junge. Mein Kopf qualmt, aber es war richtig. Oh, wow. Da sind die Zwillinge. Was ist das? Zwei Skelette. Sie sehen ziemlich klein aus, so wie ich. Ich kann mir vorstellen, wer diese beiden waren. Dann bin ich also kein Mörder. Die waren schon tot. Die waren wohl schon tot, ja. Das Schwesternversprechen. Wir, Clara und Mia Buhalmet, versprechen hiermit, für das unfaire Schicksal, das Edward uns angedienen ließ, Rache zu nehmen. Unter Blut und Tränen versprechen wir, dass wir ihn töten und unsere Körper wiedererlangen werden. Wir werden es nicht länger hinnehmen. Obwohl wir Schwestern sind, hassen wir uns und werden uns immer hassen. Nichts wird das jemals ändern. Aber jetzt, da unsere Körper aneinander gebunden sind, können wir unsere Aufgabe nicht erfüllen. Die Stärkste wird ewig leben und die Schwächste wird sterben. Mutter muss sterben. Wow. Oh Gott. Okay. Lass mich das mal ansehen. Wer ist Edward? Hä? Diese Mädchen sind sehr seltsam. Ich frage mich, warum sie einander so gehasst haben. Okay, die Schleife. Das ist eine blaue Rosette. Das gefällt mir sehr. Das ist eine... Ja, okay. Die Mutter? Mutter muss sterben. Igitt. Meine Mama war sehr gut. Sie hat mich oft umarmt. Vielleicht war diese Mama überhaupt keine gute Mama. Offensichtlich nicht, nein. Perlen. Die müssen von einer kaputten Kette stammen. Da ist der Schlüssel, den wir brauchen. Duotin? Meine Tabletten heißen auch Duotin. Die haben denselben Scheiß bekommen. Aber dies sind die gelben. Ich frage mich, was wohl der Unterschied ist. Find es lieber nicht heraus. Oh, eine zweiköpfige Puppe. Die muss echt alt sein. Sie ist ziemlich schmutzig. Sie müssen wohl viel mit ihr gespielt haben. Meine Spielsachen sind auch ein bisschen schmutzig. Ich vermisse es, mit einem Puppenhaus zu spielen. Okay, da ist eine pinke Rosette, hübscher Haarschmuck. Glänzendes Zeug. Sieht aus wie eine Halskette. Und das Foto. Das ist gruselig. Vielleicht waren es ja doch zwei verschiedene Personen. Die wurden aneinander genäht. Das Bett und der Boden kommen mir bekannt vor. Das ist unsere Anstalt. Oh, die Schwestern haben eine riesige Narbe in der Mitte.
Wir schnappen uns mal le Schlüssel. Du meine Güte, das muss der Schlüssel zum Käfig sein, endlich! Oh, Junge. Die Armen. Was passiert, wenn ich jetzt hier den hier mache? Nichts, wir fallen einfach nur wieder in den Brunnen rein. Gut. Dann würde ich gerne hochgehen zu unserem Katerchen. Hat sich hier irgendwas geändert? Nee, ne? Na dann. Schlüssel, ab dafür. Ich glaube, da ist der Schlüssel. Es hat geklappt. Mein liebstes Katerchen, komm raus, lass mich dich umarmen. Oh. Wir haben Mr. Midnight gefunden, Freunde. Und wir weinen vor Freude. Oh, das fühlt sich so gut an. Ich bin frei, Fran, meine liebste Freundin. Es ist Zeit. Du bist frei, mein Liebes. Jetzt ist es Zeit, nach Hause zu gehen. Ja, gehen wir. Noch mal mit dir reden? Wir müssen nach Hause gehen, Katerchen. Hoffentlich ist der Heimweg nicht zu weit. Das hoffe ich auch, Fran. Wir schaffen das zusammen. Ich kann dir helfen. Kannst du? Lass uns runtergehen. Mal gucken, was du so kannst. Runter? Wo könnte es hier einen Ausgang geben? Es gibt einen vom Fenster aus. Aber ist das auch unser Ausgang? Was ist eigentlich mit dem Sack passiert? Ich hab's geschafft, Sir Kröte. Die Mädchen sind weg. Na, perfekt. Jetzt kann ich diesen Ort verlassen und zu meiner Familie zurückkehren. Das will ich auch, Sir. Ich habe endlich mein Katerchen gefunden. Ich will jetzt einfach nur nach Hause gehen und bei Tante Grace sein. Aber wie willst du hier rauskommen? Hier gibt's kein Boot. Wir können nicht schwimmen. Hilf uns doch. Ich dachte, du könntest uns helfen, hier rauszukommen. Ich würde dir gerne helfen, aber ich bin zu klein. Obwohl mein Körper ziemlich dehnbar ist, kann ich euch niemals beide zur anderen Seite tragen. Lass mich nachdenken. Bitte geh noch nicht. Er ist zu klein. Vielleicht können wir dich ja auseinander hobeln. Ich bin schlau genug, eine andere Lösung zu finden. Können wir mit dem Besen hochfliegen zum Mond? Das klappt wohl nicht. Wir müssen nach Hause, Katerchen. Nicht zu weit. Wir schaffen das, ich kann dir helfen. Er kann uns also helfen. Nur wie? Was ist mit dem Mädel hier? Das klappt wohl nicht. Okay. Wir schauen uns nochmal um. Hier im Haus. Ja, was hab ich nur getan? Was hab ich nur getan? Wir haben noch Baking Soda, was auch immer das ist. Backpulver, um weichen Teig noch größer und schöner zu machen. Moment, kann ich das einfach auf den Frosch? Nimm dies, Kröte. Das könnte helfen. Ich bin kein Bäcker bei... Was? Bäckereibrötchen. Aber ihr seid alle so schleimig und weich wie Teig. Du hast recht. Das könnte klappen. Auf geht's. Es hat geklappt. Es hat wirklich geklappt. Ich bin so groß und ich fühle mich umwerfend. Großartig. Gehen wir. Komm, Mr. Midnight. Klar, Fran. Ich habe nur eine Beschwerde. Diese riesige Kröte starrt mich an. Naja, er will ja auch helfen. Wovon redest du? Er will, dass wir ihm helfen, das ist alles. Na gut, wenn er frech wird, kratze ich ihn. Das ist in Ordnung, aber versuche ihm nicht zu sehr weh zu tun, wenn wir auf ihm sitzen. Das Wasser ist tief und wir wissen nicht, welche Art von Kreaturen darin lauern. Wenn wir ins Wasser fallen, könnten wir sterben, Katerchen. Oh, ich verspreche, dass ich die Kröte nicht kratzen werde. Gehen wir. Hey Mädchen, bevor wir gehen, wollte ich dir noch etwas geben. Ich habe dich auf diesem Bild gesehen, also dachte ich, es ist wohl deins. Oh. Schön. Das kennen wir, glaube ich, das Bild.
Und dieses Buch war auch dabei. Leon. Leon? Oh, Kröte, du hast mein Familienfoto gefunden. Vielen Dank. Stimmt, das haben wir verloren. Ich dachte, ich hätte es für immer verloren, aber das Buch gehört mir nicht. Na gut, das Buch schenke ich dir. Lesen ist immer gut und es hat viele Bilder. Wow, danke, ich mag Bilder. Gehen wir jetzt. Ja, auf geht's. Halt dich gut fest. Dieses Bild. Traum. Absoluter Traum. Willst du mich verarschen? Ernsthaft? Wir spielen jetzt echt Frogger. Ja gut, aber in welche Richtung kann ich denn einfach hoch? Okay, mit X. Ich hoffe, da kommt noch was. Sehr gut. Yes! Oh. Natürlich gibt es mehrere Level. Selbstverständlich. Junge. Das ist schon cool irgendwie. Ich mag Frogger. Habe ich gerne auf meiner Atari gespielt. Damals. Vor 20.000 Jahren. Deswegen bin ich ein Meister. Ein Meister des Fachs. Hier sind wir. Jetzt könnt ihr abspringen. Auf geht's, Katerchen. Na gut, jetzt ist Zeit, nach Hause zu gehen. Ich hoffe, du findest deine Familie bald, Sir Kröte. Danke, du auch. Lebe wohl. Wiedersehen, Sir, und danke fürs Mitnehmen. Tschüss. Fran, was sollen wir jetzt tun? Finde den Heimweg, Katerchen. Siehst du den Himmel? Es dämmert schon. Bald werden all die gruseligen Dinge verschwinden. Ah, ich bin so hungrig und müde. Ich will jetzt nach Hause. Ich auch, Katerchen. Wir finden den Weg schon. Ich tue mein Bestes, um dir dabei zu helfen, meine Liebe. Gehen wir. Unfassbar, wir haben es geschafft. Kristallklares Wasser. Du bist so hübsch. Ich frage mich, ob ich eines Tages schwimmen kann. Vielleicht kann ich Tante Grace bitten, es mir beizubringen. Das könnten wir tun, wenn wir da ankommen. Wunderschöne Blumen. Könnt ihr mir den Heimweg zeigen? Ich schätze, sie wollen nicht mit mir reden. So, und den Stein nochmal. Bist du ein Stein? Es wäre großartig, einem Troll zu begegnen. Wunderschöne Blumen. Was? Bist du ein Stein? Warum sollten wir uns gern mit einem Troll sehen? Was? Ich will gerne einen Troll sehen? Habe ich das richtig verstanden? Oh, Moment. Wir machen hier erstmal den hier natürlich. Oh Gott. Du meine Güte, ein Babyskelett. Sie haben es wohl nicht rechtzeitig geschafft. Gute Nacht und träum was Schönes. Immer diese Babyleichen und Babyskelette, was... Was soll denn das? Kristallklares Wasser. Nee, das ist echt nicht mehr kristallklar. Mit dieser Blutlache. Der Baum? Wow, was für ein Baum. Er hat so viele Wurzeln. Sie sehen aus wie Arme. Ich würde lieben gerne eines Tages mal ein Gespräch mit einem Baum führen. Vielleicht kannst du das ja mit den Pillen. Okay, Moment. Sir, bist du die seltsamen Insekten, die hängen geblieben sind? Sie schlafen. Vielleicht hängen sie gar nicht fest. Na, ich hoffe, sie haben ihren Haarkamm. Sie schlafen, vielleicht hängen sie gar nicht fest. Oh, wir können uns erstmal... Das Buch schauen wir uns natürlich an. Oh, meine geliebte Familie. Das beschütze ich mit meinem Leben. Ich vermisse euch so sehr, ich brauche euch an meiner Seite. Ich werde mein Katerchen finden und dann zu dir kommen, Tante Grace. Wir haben doch einen Kater. Ich weiß, dass Tante Grace sich gut um mich und Mr. Midnight kümmern wird. Ich wünschte, meine Eltern wären noch am Leben.
Okay, ist das nur, weil wir jetzt in diesem Modus sind? Oder warum sehen wir das so? Oh, Tatsache. Gruselig. Das Buch. Ich suchte die Wahrheit, doch fand das Unerwartete. Ich fand, was meine Sinne mir nicht zeigen konnten. Ich fand die Wahrheit, die still im Unbekannten liegt. Leon Castillo, einer der Tausend. 11. Juli 1908. Mein Name ist Leon. Ich bin 92 Jahre alt und lebe allein in einem kleinen Haus, weit ab der Stadt. Ich muss sagen, dass mir Schmuck, Häuser oder Klamotten nie etwas bedeutet haben. Seit meiner Kindheit habe ich mit den Tieren, Pflanzen und Insekten gesprochen. Und obwohl ich nie eine Antwort bekam, gab ich niemals auf. Wenn du das liest, suchst du vielleicht nach Antworten. Vielleicht siehst du Dinge, die andere nicht sehen. Oder du fühlst, was andere meiden. Du hörst die Stille und wirst eins mit allem. Das ist wohl Leon. Mr. Leon ist alt und er scheint traurig zu sein. Mal sehen, was er geschrieben hat. Vielleicht kannst du Dinge sehen, die andere nicht sehen können. Das klingt sehr nach mir. Interessant. Ist hier auf der anderen Seite auch noch irgendwas? Viele Gesichter. Das sieht interessant aus. Weinen die Gesichter blutige Tränen? Leon Castillo, einer der Tausend? Ich frage mich, was das bedeutet. Okay. Kannst du sehen? 17. Dezember 1875. Ich kann nicht aufhören, kann es nicht kontrollieren. Die schwarzen Schatten sind überall. Das Blut, die Nachrichten, die Schreie, der ganze Schmerz. Ich weiß nicht, warum mir das alles passiert. Die schwarzen Schatten. Ich kann sie auch sehen. Sie sind überall. Gruselig. Schrei, weil es wehtut. 19. Dezember 75. Ich hatte eine Vision. Ich atme immer noch die Angst. Ich befinde mich im Krieg mit meinem Verstand. Einer der Schatten kam herbei vom Himmel. Ich dachte, er sei ein Engel. Sein Name ist Remor, der Prinz der Dunkelheit. Aus der fünften Realität. Er sprach zu mir, spielte mit mir und zeigte mir all die Schrecken. Er sagte, ich sei der Schlüssel zu seiner Existenz. Der Stein der Weisen in meinem Kopf. Stein der Weisen? Ist das nicht Harry Potter? Weine, weil es weh tut. Unheimlich. Das Monster macht andere Leute ebenfalls krank. In meinem Kopf der Stein der Weisheit. Okay, es geht aber noch weiter. 13. Januar 76. Ich kann mich selbst sehen. Das andere Ich lügt mich an. Spricht von all dem Schmerz und Leid in meinem Leben. Das andere Ich will, dass ich mich umbringe. Er lächelt, während er buchstabiert. Bring dich um. Und ich habe es versucht. Hypnotisiert von seinen Worten. Aber es gibt immer etwas, das mich rettet. Es muss die Liebe zum Leben sein. Okay. Armer Mr. Leon. Aber ich mag die Zeichnung. Ah, das ist schön. Es muss die Liebe zum Leben sein. Das stimmt. 15. Januar 76. Ich traf einen Schatten. Er sprach zum ersten Mal mit mir. Kamalas. Ihre Rasse heißt Kamalas. Sie jagen Schwäche und Schmerz. Ich fragte, ob sie menschliche Körper besitzen. Und er sagte, wir werden aus Furcht und der unkontrollierbaren Krankheit des menschlichen Geistes geboren und leben davon. Für sie sind wir unsichtbar. Aber unsere Existenz befällt jede einzelne Zelle bis zum Ende. Danach begann es zu regnen. Und als er fortging, hinterließ er eine schwarze Ölspur. Ich glaube, dass mein Wasser sie reinigen kann. Grrr, diese Kreaturen. Ich frage mich, warum die Leute sie nicht sehen können. Es gibt sie wirklich und sie machen Leute krank. Vielleicht ist das Ziel, zu erkennen, dass sie existieren und sie loszuwerden. 16. Januar 76. Nachdem ich sah, wie die Kamalas auf Wasser reagieren, dachte ich an ein Experiment. Letzte Nacht ist etwas Unglaubliches passiert.
Es scheint, dass sich die Kamalas in eine neue Kreatur verwandeln, wenn sie mit Wasser in Berührung kommen. Es schmerzte, die Metamorphose mit anzusehen. Nach den schrecklichen Schreien beruhigen sich die Kamalas und beginnen am Boden zu weinen. Es scheint, als verschwände der Schmerz nach ein paar Minuten. Erhob sich ein helles, friedliches Licht direkt vor meinen Augen. Okay, also mit Wasser. Wasser drüber kippen, wie es aussieht. Hihi, sie schmelzen wie böse Hexen im Märchen. Oh, friedliche Kreaturen. Sehe ich so aus wie sie, würde ich bösen Leuten einen Schrecken einjagen. Und den guten aber auch. Es fühlt sich an, als ob die Kreatur meine Gedanken lesen kann. Danke, dass du mich erweckt hast. Ich habe gelitten. Ich muss dorthin, wo ich hingehöre. Iterster wartet. Alle Valokas müssen nach dem Erwachen dorthin. Wenn du das Licht sehen willst, komm mit mir. Kommt mir. Du hast den Schlüssel, sagte sie. Ich antwortete nicht. Nach einer Weile war sie verschwunden. Also diese hellen Kreaturen heißen dann Valokas oder was? Gedanken lesen? Das ist ein bisschen unheimlich. Ich schätze, wir fürchten uns immer vor den Dingen, die wir nicht verstehen. Vor allem, wenn sie nett erscheinen. 2. Februar 76. Ich habe meine Notizen gelesen, ob ich etwas vergessen habe. Ich erinnere mich an Remo aus der 5. Realität. Wenn es eine 5. Realität gibt, muss es mindestens 4 mehr geben. Ich dachte daran, dass Iterster vielleicht keine Stadt dieser Welt ist, sondern eine eigene Realität. Ich bedauere zutiefst, dass ich die Einladung der Valokas nicht angenommen habe. Seit ich die Valokas gesehen habe, sehe ich andauernd dieses drehende Diagramm in meinem Kopf und einen einzigen Satz. Zeit ist der Rhythmus deiner Wahrnehmung. Ich verstehe die Zeichnung nicht. Aber sie sieht interessant aus. Vielleicht soll sie zeigen, wie Zeit aussieht. Musik.